Colleen Ullmann-Fernandes in privater Mission. Diesmal hat es die schöne Schauspielerin und Moderatorin nach Dresden verschlagen. Hier will sie sich über eine große Hilfsorganisation informieren, die als Bündnis weltweit viele Einsätze in Krisengebieten plant. Ein Grund dafür sind ihre Erfahrungen aus einer Reise nach Afrika. Das Schlimmste war für mich das Krankenhaus in Äthiopien, weil das hat mit dem, was wir in Deutschland unter Krankenhaus verstehen, überhaupt nichts zu tun. Zum Beispiel haben die dort kein Beatmungsgerät. Das heißt, wenn jemand eingeliefert wird, der künstlich beatmet werden muss, dann steht dort die ganze Zeit jemand und pumpt durchgängig. Die Menschen lagen dort in einem 15 Quadratmeter Raum und wurden quasi gestapelt, weil man nicht wusste, wohin mit den ganzen Kranken. Also es war wirklich extrem. Ob Naturkatastrophen, Hungersnöte oder Krieg. Wie viele Deutsche kennt auch Ullmann-Fernandes die schrecklichen Bilder aus dem Fernsehen und ist selbst bereit zu helfen. Das erste Mal habe ich vor fast 10 Jahren gespendet. Da war ich mit meinem Onkel, der Priester in Indien ist, in einem Kinderheim. Und mich hat das so sehr mitgenommen, was ich da gesehen habe, dass ich seitdem öfter mal an dieses Kinderheim gespendet habe. Über 1000 Hilfsprojekte in der gesamten Welt wurden von dieser Bündnisorganisation in den letzten 15 Jahren realisiert. Doch auch wenn sich viele Menschen ehrenamtlich engagieren, ist die Hilfe für Menschen in Not mit großen Kosten verbunden. Ohne Spenden wäre die Not- und Soforthilfe nicht zu stemmen. Not- und Soforthilfe heißt Bereitstellung von Nahrungsmitteln, Bereitstellung von Wasser, medizinische Versorgung, aber auch Bereitstellung von Unterkünften und Planen und was man eben so braucht, wenn einem alles weggenommen wurde. Die Wiederaufbaumaßnahmen dann hingegen, die kümmern sich um den Wiederaufbau von Schulen, von Krankenhäusern und von einer gewissen Infrastruktur. In Dresden informiert sich auch Ullmann-Fernandes über die Verwendung der Spendengelder. Beruflich ist sie seit dem Frühjahr auch als Kolumnistin einer großen deutschen Tageszeitung unterwegs. Auf eine Fortsetzung ihres ersten Buches »Ich bin dann mal Mama« müssen die Fans aber noch warten. Ich schreibe gerne, aber so ein Buch ist wahnsinnig viel Aufwand und ich glaube, dass ich es in nächster Zeit nicht schaffen werde, eine Fortsetzung zu schreiben. Obwohl es wahnsinnig viele Geschichten gäbe, denn ich finde gerade so 4-jährige Kinder sind extrem unterhaltsam und da gibt es so viele Themen. Ich hatte so viel, was ich schreiben könnte, aber ich schaffe es gerade zeitlich nicht. Keine Zeit, das ist nachvollziehbar. Bei den vielen parallel laufenden Projekten macht sich ein Unterschied besonders bemerkbar. In der Schauspielerei muss man wesentlich früher aufstehen. Meistens steht der Fahrer schon um 6 Uhr morgens vor der Tür. Das erlebt man als Moderator so nicht. Meistens kann man in der Moderation schon bis 10, 11 Uhr schlafen. Es sei denn, bei The Dome oder bei der Kometverleihung musste ich auch immer recht früh schon proben. Da ging es um 8 Uhr morgens los. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass Moderatoren immer ausgeschlafen sind und Schauspieler nicht. Doch auch die Mitarbeiter des Hilfsbündnisses, die Ullmann-Fernandes an diesem Tag besucht, kennen das frühe Aufstehen. Sie sind 24 Stunden, 7 Tage die Woche in Bereitschaft, um schnell zu reagieren und gemeinsam mit den Bündnispartnern Hilfsprojekte anzuschieben. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass die humanitären Herausforderungen immer mehr werden. Also die Naturkatastrophen und kriegerischen Auseinandersetzungen waren nie so schlimm wie heute. Wir hoffen sehr, dass uns die Bevölkerung weiter unterstützt. Die Arbeit des Hilfsbündnisses unterstützt auch Colleen Ullmann-Fernandes heute wie selbstverständlich. Denn es gibt noch viel zu tun, um Menschen in Not zu helfen.